Hey ho, es ist wieder soweit. Eine neue Episode der Eisbrot-Saga ist erschienen. Nur diesmal ohne Sprachausgabe. Ja, willkommen zu Guild Wars 2, die Eisbrot-Saga, Episode 3. Müsste das sein? Ja, doch, es ist Episode 3. Ja, diesmal in einer ganz besonderen Edition, in der Corona-Edition quasi. Denn durch Corona, das wisst ihr alle, ist das leider ein wenig problematisch. Ja, ich sag mal, unter anderem in Tonstudios zu arbeiten, wodurch dann die Sprachaufnahmen halt eben nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung dieser Episode halt aufgezeichnet werden konnten. Da ArenaNet aber das trotzdem veröffentlichen wollte, und ich denke mal, und das sehen bestimmt viele auch, dass es besser ist, dass sie es lieber jetzt veröffentlichen, anstatt noch sehr lange zu warten, wird es halt jetzt erstmal keine Sprachausgabe geben. Das wollen sie nachreichen. Also das heißt, dass wenn ihr jetzt vielleicht dieses Video oder diese Episode euch hier ansieht und meinst so, hä, das Ding hat doch Sprachausgabe, aber wieso hat es bei dir keine Sprachausgabe? Ja, das reichen die nach, wenn Corona vorbei ist, also die Krise, oder aber, beziehungsweise, die Maßnahmen soweit gelockert wurden, dass man zum Beispiel wieder in Tonstudios arbeiten kann, richtig, dann wollen sie das nachreichen. Also das wird passieren. Mal kurz gucken. Ah ne, das ist schon richtig. Ich habe gerade gewundert, warum hier irgendwie so eine Lampe aufbricht, aber das ist korrekt alles. Ja. Das heißt also, wir werden hier keine Sprachausgabe haben. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Texte, die halt sonst gesprochen werden, jetzt hier als Textboxen aufploppen, damit man das zumindest ein bisschen vorlesen kann. Das wäre sonst unschön, wenn wir da einfach nur diese Sprechblasen haben und die verschwinden dann sofort wieder. Das ist, wäre ein bisschen, ja, es wäre so ungünstig, wenn die das so gemacht hätten. Das wäre ein bisschen, ja, schade, weil so schnell kann ich den auch nicht lesen. Ja. Außerdem noch neu, bevor wir hier beginnen. Kennt man ja, wenn eine neue Episode rauskommt. Jan. Dann ist es immer so, dass ich immer ein bisschen vorher ein bisschen laber. Ist es, sieht man da unten auch,
Da ist im Gildenchat ein bisschen was los. Ja, ich bin in einer Gilde, jetzt in einer anderen Gilde noch drin. Und mal sehen, wie lange das so bleibt. Mal sehen, wie lange ich da in der Gilde drin bleibe. Mal sehen. Aber ja. Schauen wir uns das mal an. Wir werden zumindest jetzt mal die Episode starten. Es ist keine Gnade. Es ist die dritte. Oh, da konnte ich ganz sagen. Das heißt natürlich auch wieder, dass wir schön wieder hier Mastery Points sammeln können. Geil, da freue ich mich schon mehr drauf. Nicht. Weil bis jetzt die ganzen Mastery Points Funktionen, die wir hier mit der Eisbootsaga dazu bekommen haben, komplett unnötig sind. Also, naja, fast eigentlich komplett. Eigentlich, ich würde schon sagen, durchaus schon. Hat überhaupt was dabei, was ich richtig geil fand? Mich nicht. Nun. Keine Gnade. Wir fangen an. Massenüberläufe zu Bangas Armee haben zu einem Bürgerkrieg unter den Char geführt, der die Stabilität der Legion gefährdet und die Bemühungen, das Erwachen des Eisdrachen in Zaum zu halten, zunichte machen wird. Macht euch zur Nieselwaldküste auf und schlagt die Unruhe nieder, ehe alles verloren ist. Genau, das ist übrigens auch eine Map, das hat man eben gerade auch noch in der im Trailer gesehen, die so ein bisschen, ja, also man kann es so ein bisschen sagen wie WVW nur im PvP, WVW nur im PvP, genau, WVW nur im PvE, ein bisschen, ne? Ob das jetzt so ganz geil wird, keine Ahnung. Ich finde diese Idee, das jetzt einzuführen, auch komplett dämlich. Das liegt einfach daran, dass ich, und das haben auch, also unter anderem zum Beispiel, Spuddy hat ja auch diesen Eindruck, und ich habe ihn halt auch, dass halt, wenn Karten irgendwann veralten, das heißt also, wenn immer mehr Content rauskommt und man eben die neueren Karten spielt und die älteren dann irgendwann ne, nicht mehr so gespielt werden, dann sorgt das dafür, dass halt die Events, die da drauf laufen, dass die gar nicht mehr machbar sind für diejenigen, die dann neu hinzukommen. Und deswegen finde ich so eine komplette Map, die darauf aufbaut, auf so etwas komplett eventmäßig zu sein, sehr, sehr kritisch für später, wenn neue Leute dazukommen und das Spiel spielen wollen, aber niemand mehr diese Map spielt. Deswegen, auch wenn das irgendwie am Anfang irgendwie cool klingt, das wird im Endeffekt irgendwann später richtig kacke werden. So, wir spielen diese Episode. Und bekommen jetzt, wir bekommen Post, wir bekommen aber keine. Ah, wir bekommen Post, aber hier kommen keine Sprechblasen. Gut, das heißt also, die haben das irgendwie anders gelöst. Ah, wir bekommen sogar noch einen Hinweis. Wir bekommen von Guild Wars 2 Team einen Hinweis, nämlich betrifft Sprachausgabe für keine Gnade. Während die Welt nach wie vor von der Ausbreitung von Covid-19 kämpft, arbeiten wir aus der Ferne an der Aktualisierung und Inhalten von Guild Wars 2. Weil die Mitarbeiter des Aufnahmestudios und die Sprecher, die Guild Wars 2 mit ihren Stimmen Leben einhauchen, sich ebenfalls an die Empfehlungen halten, zu Hause zu bleiben, um eine Ausbreitung des Virus zu vermeiden, haben wir uns entschieden, die dritte Episode von Die Eisbootsaga keine Gnade ohne Sprachausgabe herauszubringen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir wollen weiterhin regelmäßig Inhalts- und Aktualisierungen herausbringen, über die sich die Gemeinschaft freuen kann. Wenn es wieder sicher ist, werden wir die Aufnahme nachholen und die Episode mit ihrer Sprachausgabe zu aktualisieren. In der Zwischenzeit würden wir gerne einige Nachrichten von unseren englischen Guild Wars 2 Sprechern mit euch teilen, die ihr sehen könnt, wenn ihr auf diesen Link unten klickt. Bleibt gesund, euer Guild Wars 2 Team. ArenaNet und NCSoft. Ja, NCSoft ist quasi die Mutterfirma. Wer das noch nicht weiß. Ja, zum Video brauchen wir jetzt nicht zu gehen, das ist schon ein bisschen älter, das haben sie ja damals gepostet, wo das dann bekannt wurde, dass sie das dann, ne, das ist schon, das ist so geplant haben, das ist schon ein bisschen her. Der Hinweis,
nochmal für alle. Und jetzt die Nachricht. Und auf Rund. Von Kretia Steinglanz. Kommandeur. Also Nachricht vor der Front. Kommandeur. Oh nein! Oh nein, die haben es gemacht mit den. Okay, das kann ich jetzt natürlich nicht. Das kann ich natürlich jetzt nicht vorlesen. Der Krieg dauert zu lang und ja, das ist leider jetzt so ein Ding. Das könnt ihr euch durchlesen. Dann muss ich theoretisch eigentlich auch lesen, damit ich natürlich im Bild in der Story bleibe. Aber das ist natürlich genau das, habe ich halt gedacht, dass sie das so eigentlich nicht machen, aber das ist schade. Okay, dann haben sie es doch mit den Sprechblasen so gemacht. Jetzt steht da noch ein bisschen drin, das kann man dummerweise nicht so gut erkennen. Das ist leider echt schade. Also, Kommandeur, der Bürgerkrieg unter den Char ist uns teuer zu stehen gekommen und er kostet uns jeden Tag mehr. Doch wir können eine Gelegenheit haben, das Blatt zu wenden. Wir könnten eine Gelegenheit haben, das Blatt zu wenden. Rüland hat eine Verhandlung mit den Imperatoren und mir vorgeschlagen. Wir können uns nicht leisten, ihnen die Bitte abzuschlagen. Gebt Rüttlock eine Chance. Er kann euch an die Front bringen. Für euch steht genauso viel auf dem Spiel wie für uns. Huhn Kretia Steinglanz. Ja. Also wie gesagt, man hat eben gerade gesehen. Sprechblasen sind wieder on point. Das ist ein bisschen schade. Das ist genau das, was ich nicht gehofft habe, dass sie es machen. Aber sie haben es gemacht. Ich gucke noch mal kurz im Shop, was da neu hinzugekommen ist, weil das blinkt hier so auf. Schlüssel. Krass. Ja, wir haben jetzt hier diese Beinschienen und so weiter und so fort. Gut, dann werden wir also ein bisschen improvisieren hier. Englisch nennen. Wir müssen, glaube ich, zum Auge des Nordens. Naja, genau. Dann machen wir das. Gibt ja auch so einige Textboxen, ne, bestimmt, die man da so schön vorlesen kann. Dann werden wir das natürlich machen. Diese ganzen Sprechblasen. Ja. Muss man halt jetzt so hinnehmen, ne? So, hier ist der Start. Ich finde das aber ein bisschen. Das finde ich aber voll cool, wie wir das gemacht haben. So wie bei den alten. MMOs und bei den alten Spielen, die dann noch keine Sprachausgabe haben, wo dann zumindest so ein bisschen so Grunz oder irgendwelche anderen Laute dann immer eingeführt haben, dass man so denkt, die würden nicht sprechen. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Das ist. Aber trotzdem, ne? Also, wenn man weiß natürlich, dass das Spiel eigentlich immer Sprachausgabe hat, dann ist das ein bisschen schade. Ja, also, was haben die gesagt? Rüttlock, wie lange ist es her? Seitdem ihr an der Front wart? Dann schon einige Wochen. Kretia hat mich zur Aufklärungsmission in die Char-Heimat geschickt. Na, wir sollten uns beeilen. Verhandlungen bedeuten, dass Politiker wäre lieber nah genug dran, um Kriel den Rücken decken zu können. So, das wurde gesagt. Dann gehen wir jetzt in die Instanz rein. Ja. Gezielte Verhandlungen. Aber ist auch mal was, ne? Ist auch mal was, keine Sprachausgabe zu haben. In Guild Wars 2 ist das alles so richtig strange. Wenn man das halt nicht erwartet. Aber gut. Na, guck mal, da, ich glaube, schön, dass ihr hier seid. Okay. Auf mich mal hinterher.
Er muss dann ein bisschen jetzt auch aufpassen, was die denn da alles sagen, damit man die Story mitbekommt. Oh. Also nicht wundern, wenn ich dann so ein bisschen leise bin, weil ich das nämlich selber mitlese schnell, so ne, bevor das dann alles wieder hier weggeht. Gnade. Tot? Ja, das ist Türe. Na gut. Was auch immer hier abgeht. Das ist so strange mit den Geräuschen. Ja, ist alles leider ein bisschen blöd, ja, wegen hier wird sehr viel gesprochen. Wir haben aber keinen Ton. Es geht scheinbar um Jorma. Kaschmir. Hey, Logan! Krass, dass der mal wieder auftaucht. Angebot zurückgezogen. Oh, das hat das scheinbar nicht so ganz gut geklappt, ne? Nimmt doch einen Kriegsrat ein. Ja, ich hätte. Das ist so doof. Ich hätte gerne nicht die Sprechblasen gehabt. Aber ich finde es toll, dass Logan da ist. Hey, Logan. Ja, ich nehme übrigens den Sitz im Kriegsrat ein. In der nächsten Folge. Es ist halt echt doof. Dadurch, dass wir nicht selbst mit dem Text so, ne,
das voranschreiten können. Ja, bin ich halt in den Situationen leider ein bisschen still. Aber ich hab's ja gut im Endeffekt, denn ihr könnt ja das Video einfach pausieren und die Texte euch dann quasi durchlesen. Und ich versuche zumindest so gut wie möglich, das musste ich ja in den anderen Folgen jetzt nicht so, weil da war ja mal Sprachausgabe, da war es nicht so wichtig, auch mal die Textboxen immer, also die Sprechblasen immer im Bild zu haben. Ich versuche jetzt aber hier mehr darauf zu achten, so gut wie möglich die Sprechblasen auch im Bild zu halten, damit man dann auch sieht, was da gesprochen wird, weil im Chat sieht das immer nicht so gut. Und dementsprechend könnt ihr dann das Video einfach anhalten und euch die Textpassagen durchlesen, wenn ihr das nicht sowieso je selbst spielt und das dann da macht, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann machen wir hier weiter, dann nehmen wir den Sitz im Kriegsrat ein und versuchen hier irgendwie das Problem zu lösen, was hier gerade ist. Ich denke mal, das wird hier alles darum drehen, dass wir hier ja, wie ja schon vorweg gesagt wurde, im Bürgerkrieg zu verhindern. Ja. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist keine Ice-Map, es ist keine Grusel-Map hier, sondern es ist mehr so eine, wie gesagt, so eine WVW meets PvE. Und das finde ich die Idee an sich gut, aber angesichts dessen, wie die Update-Politik hier in Guild Wars 2 ist, ganz, 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 ganz schlecht. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.